Bible says this, the spies, they look unto the giant, the people that were in the land. Und die Bibel berichtet auch, dass die Kundschafter die Söhne Enaks, die Riesen, angeschaut haben. And look at the verse 26. Let's just jump there, the verse 26. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word unto them and unto all the congregation and showed them the fruit of the land. Vers 26, schnell hingesprungen. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Amen. Amen. Please, let's look at their report. So, nun, wir möchten den Bericht bitte gemeinsam anschauen. We're talking about the church in a type here. Wir sprechen über die Gemeinde und zwar als Typus, als Beispiel. Amen. Amen. This apply to us today. Denn das hat Wirkung auf uns heute. Paul calls the journey of the Israelite in the wilderness the church in the wilderness. Und Paulus nennt die Israeliten durch die Wüste hindurchziehen, das ist die Gemeinde in der Wüste. Paul tells us in 1 Corinthians 10, the verse number 11, that they are example for us. Denn Paulus sagt uns in 1. Korinther 10, Vers 11, dass die Israeliten für uns zum Beispiel wurden. So we look at them from the picture of the New Testament. Wir schauen diese an und zwar aus dem Bild, aus der Sichtweise des Neuen Testaments. Just like us today, we look at the promises of God. So wie wir heute, wir schauen uns die Verheißungen Gottes an. All of us seated here. Alle die hier sitzen. Nobody would tell me that the promises of God are not good. Also keiner von euch kann mir wirklich sagen, dass die Verheißungen Gottes nicht gut ist. Nobody. Also wenn einer das macht, wir treffen uns draußen. We make a survey, also wenn wir hier eine Erhebung vornehmen, yes, all will have an affirmative, you know, respond that Jesus Christ did it all. Jesus Christ establishes our healing, he establishes our peace, he establishes, you know, our riches, our prosperity, you know, our joy. No question about that. Also wir würden bestätigen, dass Jesus Christus unser Reichtümer, unsere Freude, wirklich unser Leben gegründet hat. Also es gibt keine Frage drüber. He's good. Er ist gut. Look at the verse 27. So wir schauen uns Vers 27 and an. And they told him, they told Moses and said, we came unto the land where whither thou sendest us and surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Hallelujah. Vers 27, Amen. Und sie erzählten ihm, also sie erzählten Mose und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Our promised land. Unser gelobtes Land. It's wonderful. Is wunderbar. It's Jesus. Ist Jesus. The fulfilled promises. Nämlich das erfüllte, die erfüllte Verheißung. That's our promised land. Er ist unser gelobtes Land. When we look at them, wenn wir auf ihn schauen, it's awesome. Großartig. It's great. Wunderbar. But where is the problem then? Also wo liegt das Problem nun? Look at the verse 28. Wir schauen uns Vers 28 it an. It says nevertheless. Allerdings. Oh, this is another word for bird. Also eine andere Art zu sagen, aber. When you say how good God is, wenn du sagst, wie gut Gott ist, how God has given to you everything, wie Gott dir alles gegeben hat, God has established you, Gott hat dich gegründet, in the position that is higher than high, nämlich in der Stellung, was am höchsten ist, in his son, nämlich in seinem Sohn. God has placed all his graces upon your life. Also Gott hat dich wirklich mit Gnaden überschüttet. Amen. Mhm. Say yes, Pastor. Ja, Pastor. But. Aber. Ja. Amen. Amen. It's true. Das stimmt. I love what you're talking. You know? Pastor, ich liebe das, was du sagst. The message of grace is too good to be true. Also die Botschaft der Gnade ist wirklich gut, um wahr zu sein. Amen. It's good. Das ist wirklich gut. But to be true. Aber, dass es wahr ist. But. Aber. Amen. Amen. Because of the people. Aufgrund der Völkerschaft. Because of the strongholds in your mind. Aufgrund der Festungen in deinem Sinn.
Because of the ideologies that you've inculcated, you've contemplated upon, you've meditated upon, people have spoken to you, they have defined you with their words, they have defined you, you know, from your mistakes and from your failures. The world has shaped you into a certain man in which you've become so shy, you've become so weak. Of course, when I look at the promises of God, they are wonderful, they are great, they are glorious. I love them and I want them, but... Aufgrund der ganzen Worte, aufgrund der ganzen Bilder, die ganzen Erlebnisse, die ganzen Erfahrungen, Dinge, die uns zugesprochen wurden, teilweise von Kind auf, teilweise beruflich, Dinge, die wir irgendwie aufgeschnappt haben, Ideen, die wir zu eigen gemacht haben. Wir haben gesagt, das ist meins, so bin ich, wie manche Leute reden. Und dann begegnen wir der Verheißung Gottes, dem gelobten Land. Und dann sagen wir, das ist alles wunderbar, aber... Amen. Amen. What obstructs God from working within you? Was hindert Gott in dir drin zu wirken? I want to submit to you today. Also ich möchte euch wirklich unterstellen. It's not sin. Es ist nicht die Sünde. It's not Satan. Es ist nicht Satan. It's not curses. Es sind nicht die Flüche. Amen. Amen. You know, I hate those words so that you wake up. Ich habe genau diese Begriffe ausgewählt, damit du wach wirst. Amen. Amen. It's not your sin. Es ist nicht deine Sünde. Hör auf damit. Your sin has shaped you. Die Sünde hat dich geformt. Now, even when we were enemies. Sogar als wir Gott noch feindlich waren. God came to us. Gott kam zu uns. Now, if our sin was so powerful. Also wenn unsere Sünde so kraftvoll wäre. God could have not be able. Also dann wäre Gott überhaupt nicht in der Lage, uns an erster Stelle zu retten. When you stand on what you have done wrong, doch wenn on du, your mistakes, wenn du auf das stehst, was du falsch gemacht hast, auf deinen Fehler, and you're defining yourself from them, und du entscheidest dich oder du definierst dich aus deinen Fehlern heraus, you're refusing and denying the power of the Savior. Du leugnest und du lehnst ab die Kraft des Retters. We cannot save ourselves from our mistakes. We cannot save ourselves from our failures. We cannot save ourselves from our inferiority complexes. We can only be saved by our Lord Jesus Christ. Wir können uns selbst nicht von unseren Sünden retten. Wir können uns selbst nicht von unseren Schwachheiten, unser Versagen helfen. Wir können uns selbst von all diesen Komplex, die wir haben, all diese Unzulänglichkeiten, außer unser Herr und Retter. It says, nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amen. Amen. You know, Paul paints it to us in the New Testament this way. Also Paulus hat das uns im Neuen Testament auf diese Art und Weise bemalt. He says, though we walk in the flesh, obwohl wir im Fleisch wandeln, we walk not according to the flesh. Wir kämpfen nicht gemäß dem Fleisch. For the weapons of our warfare. Denn die Waffenrüstung unseres Kampfes. By the way, the warfare is in the mind. Also mal so nebenbei gesagt, das Kriegsfeld, ja, der Kriegsgrund ist im Sinn. The weapon of our warfare, they are not carnal. Ja, die Waffenrüstung unseres Kampfes sind nicht fleischlich. But they are mighty through God. Sondern mächtig durch Gott. Through God. Ja, durch Gott. It means in God we live, we move and we have our being. Das durch Gott heißt, in Gott leben wir, in Gott bewegen wir uns, in Gott haben wir unser Wesen. So our weapon is mighty through God. Unsere Waffenrüstung ist mächtig durch Gott. To the pulling down of strongholds. Nämlich um die Niederreißung, nämlich von Festungen. Every imagination. Jegliche Vorstellung. That has lifted up himself. Against the knowledge of God, die sich erhoben hat gegen die Erkenntnis Gottes. Amen. Amen. There are things that has been raised
in your mind from your experience above the knowledge of God. What God knows about you, what God believes about good, about you, the opinion of God about you. There are things in your mind that has become a stronghold because you've lived with them for many years. You've contemplated on them. People have affirmed that to you, and you stood there. You build your house within. You dig right deep within the ground, and you establish yourself in them. And you are so persuaded, you are so convinced that that which they say concerning you is who you are. That is where the problem is. The problem is not with the promised land. The problem is not what God has already achieved for us. The problem is the people that has taken place in the mind that's supposed to be the dwelling place of the promises of God. Amen? Amen. So we, until we don't define ourselves according to those giants, then we can then enter into the manifestation of what God has already established for us. Amen. In Christ Jesus. Hallelujah. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass in unserem Sinn Dinge, die wir zugelassen haben, Erfahrungen, Dinge, die wir zu eigen gemacht haben, aufgrund der Bestätigung der Leute, aufgrund, dass wir uns da drin so wohl gefühlt haben. Wir haben sogar Häuser da drin gebaut. Wir wohnen da drin. Wir identifizieren uns damit. Das sind die Dinge, die eigentlich gegen die Verheißungen Gottes eine Höhe darstellen, eine Festung darstellen. Solange diese Dinge stehen, solange diese Völkerschaften in deinem Sinn existieren, werden die Verheißungen Gottes nicht manifestieren. Doch ich bin gekommen, um dir zu sagen, es ist an der Zeit, diese Dinge niederzureißen, damit die Verheißungen Gottes in deinem Leben manifestieren. Amen.